Wird Need for Speed jetzt wieder zu einem legendären Rennspiel, wie es es einmal war? Warum ich Post vom Anzeigenhauptmeister bekommen habe und wo ich überhaupt war, das erkläre ich euch alles in diesem Video, beziehungsweise wir sprechen darüber. Und ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein, da schön wieder da zu sein und let's go. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Es gibt eine Anzeige. Ja, Need for Speed hat nun endlich begonnen mit ihren Updates. Ne? Wir wissen ja, dieses Jahr soll es 4 große Updates geben. Darüber haben wir im letzten Video gesprochen und eins davon ist bereits da und es kam relativ gut an bei vielen. Und zwar haben wir Audi wieder und ich muss direkt mal sagen, die Audis, ich weiß nicht warum, vielleicht empfinde ich das auch nur so, keine Ahnung, müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich finde, die fahren sich weitaus besser als einige andere Autos. Ich habe so die Vermutung, dass da eventuell ein bisschen nachgearbeitet wurde noch von den Entwicklern, dass sie da vielleicht was am Handling gemacht haben. Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Auf jeden Fall finde ich, die Dinger machen richtig Spaß. Ne? Und ja, gut. Einige Bodykits davon sind, glaube ich, hinter dem Premium Pass. Bin mir da nicht gar nicht genau sicher. Hab da jetzt nicht nochmal genau reingeguckt. Ich habe ihn zwar, aber okay. Und das Allerhärteste ist ja, Darius Auto ist mit dabei. Nicht das Original, ne? Das sei gesagt, für die, die es jetzt vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm gehabt haben. Das ist nämlich eine Nummer zu modern, das Auto. Ne? Der R8, den wir hier haben, ist der neuere. Das ist quasi das Nachfolgemodell vom R8, den Darius damals hatte. Beziehungsweise der von Darius war ja eigentlich der Prototyp mehr oder weniger, der Le Mans. Und ja, wir haben jetzt hier so eine moderne Version von Darius. Da kann man natürlich jetzt einige Stories wieder drum herumspinnen, aber das ist ja dann was für unser anderes Format, ne? Aber ja, cool, dass sie Darius noch im Hinterkopf hatten. Hat mich immer gewundert, wir kriegen alles Legendenautos, aber Darius kommt irgendwie zu kurz. Leider nicht das Original, aber schön, dass sie an Darius denken. Ganz kurz zum freien Modus, da hat sich jetzt nicht ganz so viel geändert, aber die Link-Ups haben sich nochmal verändert. Ihr habt ja alle Link-Up-Plätze mittlerweile verfügbar und die Wartezeiten wurden verkürzt. Ich habe letztens mal geguckt, es hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert, bis der nächste Link-Up gestartet hat. Aber manchmal kommt auch gar kein Link-Up. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es kann sein, dass wenn zu viele Spieler in einer Playlist sind, dass es nicht startet. Aber man kann den Link-Up ja auch alleine starten teilweise. Deswegen wundert es mich da, das ist vielleicht noch ein bisschen buggy oder so. Aber okay, kann man nichts machen. Ne? Wenn es nicht kommt, kommt es nicht. Schade, ich weiß, viele würden am liebsten nur Link-Ups spielen. Ich zum Beispiel mache auch sehr gerne die Link-Ups, weil die geben gut EP, die geben gut Geld, machen richtig Spaß. Da passieren die durchgeknalltesten Dinge mittlerweile. Also ich muss sagen, auf jeden Fall geil, dass das da ist. Und ich hoffe, das wird nochmal ein bisschen geändert. Ganz am Anfang war die Wartezeit ungefähr 8 Minuten, also würde ich echt feiern, wenn das wiederkommt. Ich meine, lass die Leute doch grinden, wenn sie Bock haben. Wenn die Bock haben auf Link-Ups, dann lass sie alle 8 Minuten einen Link-Up machen, beziehungsweise 8 Minuten nach dem letzten. Ist doch nichts dabei. Mensch, ja, da verliert doch keiner was dran. Ne? Ich meine, es gibt ja hier keine Mikrotransaktion für Geld. Also lass die Leute doch Geld verdienen. Noch nicht. Und was dann die große Änderung war, ist der PvP-Modus. Den könnt ihr jetzt auswählen, wenn ihr in der Garage seid, in der Multiplayer-Garage. Da könnt ihr entweder in die freie Fahrt oder in den PvP-Modus gehen. Und da bietet euch das Spiel dann verschiedene Playlists an. Zum Beispiel nur A-Klasse, nur B-Klasse oder ein spezifisches Auto. Zum Beispiel R8, dass ihr nur R8 fahrt. Oder RS6 Rush war am Anfang. Da haben alle den RS6 gefahren. Und es war auch wirklich von der Leistung her gleich. Was ich ja geil finde, das ist ja ein bisschen wie BOP bei Gran Turismo oder Forza, also mehr oder weniger, dass quasi alle die gleichen Autos haben, was einfach auch nochmal extra für Spannung sorgt, weil klar, wenn ihr eure eigenen Autos fahrt, ist das auch geil, aber da ist halt auch die Möglichkeit, dass viele Spieler Meta-Fahrzeuge nehmen, die so overpowered sind, dass ihr allgemein keine Chance habt. Das ist halt immer das Problem, wenn Leute eigene Tunings nehmen, beziehungsweise Autos mit eigenen Tunings fahren. Und ja, an sich der PvP-Modus hat echt Spaß gemacht. Also ich habe es ja alles gespielt und ja, da waren gute Rennen dabei und ich war überrascht, wie viele Spieler auch sauber gefahren sind. Also wirklich bemerkenswert. Natürlich gibt es immer wieder den einen oder anderen Klatsch-Peter, der da ne, Stress schiebt. Aber ja, eigentlich eine ganz geile Nummer gewesen. Hat richtig Laune gemacht, Spaß. Auf jeden Fall ist er an der obersten Stelle und das habe ich gehabt. Vor allem haben ja auch Leute geschrieben, ich bin ja immer ganz vorsichtig. Ne? Ich würde ja am liebsten vor Wut immer alle wegcrashen, wenn du selber gecrashed wirst.
Das ist immer so das Problem. Wenn du ein sauberer Fahrer bist, crasht du die Leute nicht und bist umso frustrierter halt, wenn du weggecrashed wirst. Aber ich mach's irgendwie nicht. Ich kann mich irgendwie nie überwinden, die Leute zu crashen, weil ich nicht weiß, ist es ein Crash oder nicht. Und ja, das hatten wir auch im letzten Livestream und zum Glück habe ich es nicht gemacht, denn ich bekam dann noch eine Nachricht. Ey, bin ein Fan, war geil, mal gegen dich zu fahren. Ne? Und genau deswegen mache ich das nicht. Imagine, ihr fahrt jetzt da, PvP. Ne? Habt da eine geile Zeit und auf einmal kommt der Let's Play-Onkel rein. Und du denkst dir so, oh wow, den kenne ich ja voll geil. Ne? Eventuell, wenn du ein Fan bist. Oder du denkst, oh wow, den Wichser crasht jetzt komplett kaputt, den hasse ich. So wie der Anzeigenhauptmeister, zu dem kommen wir gleich noch. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut auch. Ihr könnt mir immer gerne Nachrichten schicken. Ich antworte zwar meist nicht, weil das Postfach überfüllt ist und wir waren auch eh gerade im PvP, das nächste Rennen hat gestartet. Aber ja, cool. Auf jeden Fall lohnt es sich. Was sage ich denn allgemein zu den Updates? Jetzt kommt natürlich noch ganz viel in Zukunft und ich bin da mega gespannt. Ich glaube, das nächste ist ja sogar schon das Need for Speed Update. Aber da müsste ich nochmal reingucken. Wie gesagt, ich war jetzt eine Weile weg. Dazu kommen wir gleich nochmal. Sorry, wenn ich mich da vertue. An sich würde ich sagen, wow, Unbound hat was richtig, richtig, richtig gemacht. Beziehungsweise Criterion. Das Update gibt Hoffnung. Natürlich, ne, ist es immer noch Geschmackssache, weil das Handling sich im Großen nicht geändert hat. Die meisten Autos fahren sich immer noch wie der letzte Rotz, rasten komplett aus bei Bodenwellen und so weiter. Ihr kennt die Physik. Sie ist halt sehr, sehr eigenartig. Die Audis, wie gesagt, fahren sich eigentlich ganz gut. Klar, da kann man auch mal manchmal seinen Moment haben, aber ja, im Großen und Ganzen werden sie an der Fahrphysik aber auch nichts mehr ändern können, denke ich mal. Das wäre wahrscheinlich ein zu harter Eingriff in das ganze Spiel, in das Coding. Da braucht ihr euch wahrscheinlich keine Hoffnung machen. Aber an sich ist das Spiel ganz cool. Und da kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Anzeigenhauptmeister. Der Typ ist ja ziemlich viral gegangen. Ich denke mal, die meisten kennen ihn. Und naja, jetzt habe ich hier den Anzeigenhauptmeister in Need for Speed gefunden. Beziehungsweise einen direkten Nachkommen von ihm oder einen Bruder eher gesagt. Weil ich weiß nicht, ob der Nachkommen hat. Ich hoffe nicht. Aber auf jeden Fall scheint es die ein und dieselbe Spezies zu sein. Weil mein letztes Video war ihm wohl zu kritisch. Und naja, da wollte ich nur ganz kurz was zu sagen, weil ich das wirklich genial finde, weil halt momentan diese Thematik mit dem Hauptmeister da war. Der Typ hat wohl halt ernsthaft einen Entbannungsantrag bei Twitch geschrieben, weil er halt schon öfters richtigen Müll geschrieben hat und auch in anderen Twitch-Streams aufgefallen ist. Das war ja voll die Hetze. Ne? Ich mache ja hier nur Hetze gegen Need for Speed. Ne? Hat man ja jetzt gehört in den letzten Minuten, wie beschissen ich gegen das Update gehetzt habe, weil es ja so richtig schlecht ist, Kappa. Ich schicke deine Videos an Criterion, ich lasse dich überall sperren und solche Geschichten, dann musst du dir mal überlegen. Klar, Criterion geht jetzt hin und sperrt mich für meine freie Meinung, für meine Kritik. Eigentlich will ich nur eins sagen an der Stelle und zwar, Kritik ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Ohne dieses Feedback wären viele Spiele nicht das, was sie heute sind. Ne, klar, manche Spiele verbessern sich trotzdem nicht, aber ohne Kritik wäre Unbound nie an den Punkt gekommen, wo es jetzt ist. Wo es, und zwar an den Punkt, wo es etwas besser geworden ist. Weil, wie gesagt, ich finde das Update genial und bin dementsprechend wieder guter Dinge, was die Zukunft von Unbound noch angeht. Klar, wie gesagt, einige Dinge lassen sich nicht ändern. Es bleibt Geschmackssache. Entschuldigung, nein, Frosch im Hals. Es bleibt Geschmackssache. Aber was sie gemacht haben, vor allem wie sehr sie jetzt auf die Community eingehen, finde ich gut. Da haben sie auch ein richtig großes Lob verdient. Und ich habe auch immer wieder gesagt, wenn ich kritisch bin, dann meine ich das ja nicht böse. Forza ist zum Beispiel auch ein Spiel, was ich seit meiner Kindheit fast spiele. Ne? Also seit es das gibt. Und trotzdem mache ich das Spiel sowas von platt in der Kritik. Wenn was nicht passt, passt es einfach nicht. Aber deswegen hasse ich es ja nicht. Ne? Dann muss man einfach mal differenzieren und ja, es war jetzt natürlich auch ein Sonderfall. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so butthurt ist wegen Kritik über ein Videospiel, dass er so dermaßen ausrastet. Also, naja, so viel zu dem Thema. Gut, Leute, dann schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie hat euch das Update gefallen? Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ich muss jetzt wieder einiges aufholen. Auch andere Spieler haben gute Updates bekommen und so weiter. Wir kommen jetzt gleich nochmal zu den Sachen Need for Speed Stories und was bei mir passiert ist, warum ich weg war. Für die, die es nicht interessiert, halt, wie gesagt, wenn ihr jetzt wegschaltet, ne, Like nicht vergessen und so weiter. Und gerne mal einen Kommentar dazu schreiben, wie ihr Unbound findet. So, jetzt kommen wir nochmal zum nächsten Thema und zwar die Need for Speed Stories. Die sind ja in Arbeit gewesen, beziehungsweise die nächste Folge. Und ja, jetzt liegt da der Skript herum, aber bei mir ist einiges passiert. Das erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor,
erstmal noch nicht weiterzumachen, weil ich mich momentan noch nicht ganz so gut fühle, dass ich sagen kann, ja, ich kann da mit Herz und Seele diesen Skript, ne, umsetzen in ein Video. Ich habe mir vorgenommen, den nochmal selber durchzulesen ein bisschen und den noch weiter auszuschreiben. Das bedeutet, ihr kriegt am Ende einfach ein noch größeres Video, ein noch besseres Video. Es wird ein bisschen dauern, aber ja, warum war ich denn weg? Warum ist das Video nicht gekommen? Eigentlich hatte ich euch ja irgendeinen Samstag in der Vergangenheit versprochen, das soll kommen. Naja, das Problem ist, es ist bei mir sehr viel los in der Hinsicht. Ich habe meinen Job verloren, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Das ist aber schlicht schon ein Jahr zurück. Ich darf meinen Job, den ich gemacht habe, Maler und Lackierer war ich, nicht mehr machen, weil mein Rücken komplett kaputt ist. Der wird wohl jetzt dieses Jahr operiert werden müssen, weil ich jetzt vor kurzem wieder einen Rückfall hatte und mich kaum bewegen konnte. Und ja, wenn ihr einen Job gelernt habt, der euch Spaß gemacht hat und den dann verliert, dann ist das nicht gerade eine schmerzfreie Erfahrung, ne? Nicht nur der Schmerz im Rücken, sondern auch so, ne, mental und alles. Und dann kam noch dazu, dass meine Oma plötzlich, ja, abgenommen hat, ne? Sie hat nicht mehr gegessen, nichts mehr, bla, ne? Es ging ja einfach schlechter und sie ist jetzt vor kurzem verstorben. Und natürlich, ne, das ist ein Thema, da will ich jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen, aber ihr könnt es vielleicht nachempfinden, falls ihr eure Großeltern verloren hattet oder so, ne? Es ist keine schöne Angelegenheit. Und dann ist auch noch Akira Toriyama gestorben. Na, da habe ich sogar einen Post zugemacht. Und ich meine, mit Dragon Ball bin ich groß geworden. Vor allem, das hing einfach jetzt so blöd zusammen. Ich habe Dragon Ball immer bei meiner Oma geschaut. Zusammen mit meinem Opa. Die Oma saß immer in der Küche. Die hatte keinen Bock auf das Geschreie von Son Goku und so weiter. Und Opa hat mit uns immer auf RTL 2 dann Dragon Ball Z geguckt. Oh, das war halt auch so eine Kindheitserinnerung. Dann stirbt auf einmal der Erschaffer von Dragon Ball. Das war halt auch so ein bisschen nochmal ein Tritt, ne? Und ja, da brauchte ich jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe, weil jetzt kommt auch ganz viel mit Gericht und so weiter. Ihr kennt das Erben, bla bla und alles. Ganz, ganz, ganz viel Kram einfach. Und ja, da dachte ich, da geht halt gar nichts. Ich kann euch da keine Storys machen, wenn ich im Kopf ein Totalschaden bin. Das würdet ihr merken, dass die Qualität darunter leidet und so weiter. Deswegen habe ich mir eine kleine Auszeit erstmal genommen und werde jetzt Stück für Stück mich wieder heranwagen. Wie gesagt, ich weiß nicht, privat passiert noch sehr viel. Dementsprechend kann es sein, dass auch mal wieder ein, zwei Wochen nichts kommt. Ich weiß nicht, wie das weiterläuft. Und ja, der Algorithmus wird mich dafür bestrafen. Ich weiß es jetzt schon, aber was soll man machen? So ist das Leben, ne? Aber ja, trotzdem jedem, der jetzt noch komplett bis hierhin zugehört hat und dabei geblieben ist, vielen Dank für die Unterstützung, auch für die Leute, die Anteilnahme genommen haben, die mir da ihr Beileid ausgesprochen haben und alles. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das weiß ich zu schätzen, das ist nicht selbstverständlich, auch überhaupt so Leute zu haben, die, ja, ich will jetzt nicht zu emotional werden, komm, lassen wir das einfach sein. Oh Gott. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Ihr wisst Bescheid. Es geht auf jeden Fall weiter, wenn wir uns noch um Forza kümmern und so weiter. Und dann bald irgendwann die Story weitermachen. Und ja, ansonsten schaut gerne mal live vorbei. Ich bin donnerstags immer live mit Forza und ein bisschen Need for Speed im Moment, ne, durch den Speedpass und so weiter. Und zwischendurch mal random, aber ihr könnt ja gerne Follow da lassen. Ich bin dann raus an der Stelle. Wünsche noch einen schönen Resttag. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.